Kann ich Ihnen helfen? So wenig Kundschaft um diese Zeit? Wenn Sie mit dieser Zeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meinen, dann ja. Vielleicht haben Sie ja nicht die richtigen Bücher. Haben Sie nichts Frisches? Tut mir leid. Ich lese ja nur Krimis. Tut mir auch leid. Gestatten? Eckhard Thalkötter, Finanzamt Münster, Römisch 1. Ich hatte meinen Besuch bei Ihnen angekündigt, aber da ich jetzt die ganze Zeit nichts von Ihnen gehört... Sie waren auf meinem Anrufbeantworter und ich dachte, die Nachprüfung hätte sich bereit... Betriebsprüfung. Die steuerlich zu prüfenden Betriebe werden vom Computer per Zufallsprinzip ermittelt. Ich selber da gar keinen Einfluss drauf. Ein dummer Zufall. Mensch, was bist du ja endlich? Was ist denn? Herr Wilsberg, ich setz mich dann hier an diesen Tisch. Ja, wo sind denn Ihre Bücher? Ist der Wind oder was? Und dann bräuchte ich bitte noch eine Steckdose für meinen Laptop. Ja, los, komm. Will der Bücher lesen oder Bücher schreiben? Los, komm. Oh, was ist denn? Was hast du denn? Betriebsprüfung. Der ist vom Finanzamt, der kann man noch sofort. Betriebsprüfung ist ja nie Betrieb. Irre witzig. Alex, der will meine Buchführung sehen. Dann brauchen Bücherführung. Alex, das ist ein Ernstfall. Steuern, das heißt Rechnung, Quittung, Papiere und so weiter. Nichts davon hast du. Mensch, ist doch alles Auslegungssache. Du hast ihn noch gesehen, ist der totale Spießer vom Typ Vollstrecker, glaub mir. Na, und was hab ich denn damit zu tun? Erstens, jeder Widerspruch ist bei dem fatal. Ja, super, sei bei dir an der richtigen Adresse. Fröhlichen Untergang. Zweitens, ein bisschen Kaffee wäre nicht schlecht. Und drittens, sei mal ein bisschen freundlich und zuvorkommend. Wie wär's mit ein bisschen Arschwackeln? Keine schlechte Idee. Kundschaft! Kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ich suche ein Sachbuch. Kein Krimi, nichts Frisches? Wie bitte? Ist nicht so wichtig. Die Welt der Kelten. Regionale Riten, Sitten und Gebräuche im Münsterland. Verlag Zeit und Wandel, Münster 53, Leinen. Ja, richtig. In der Stadtbücherei ist es immer noch ausgeliehen. Ja. Entschuldigung. Tut mir leid, ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich suche ihn raus. Rufen Sie mich an? Rufen Sie mich an. 701? Ja, Moment. Entschuldigung. 701-56. Ja. Wiedersehen. Ja. Danke. Wenn Sie dann so nett wären, die Bücher. Die Bücher. Ja, selbstverständlich. Was haben Sie mit Ihrem Fuß gemacht? Ach, Reitunfall. Military. Ihre Unterlagen haben keine Transparenz. Kaffee daher? Danke, Eckhard Thalkötter, Finanzamt Münster. Römisch 1. Alex, ich bin sowas wie das Mädchen für alles. Guten Tag. Wollen Sie Zucker? Nein, danke. Nur etwas Milch. Na gut. Wie gesagt, das Ergebnis Ihrer Inventur fehlt. 9.450 ungefähr. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Herr Wilsberg. 9.450, ja genau. Bücher. Ja. Der Inventur heißt nicht Bücher zählen, sondern Umsatz anhand von Ausgang, Lager und Bestand zu ermitteln. 9.450, so viel wie im letzten Jahr. Ja genau. Ungefähr. Luftlinie. Wissen Sie was, Herr Wilsberg? Ich kann auch ganz anders. Ja, das kann ich mir vorstellen, Herr Thalkötter. Ich bin weg. Alex, so kann... Ich hab einen Job, einen richtigen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Darf ich? Ja, ich hätte gern noch ein Wein. Gern. Haben Sie heute Abend schon was vor? Ja. Ich brächte die Flossen, wenn du mich nochmal angrapschst. Fix. Immer freundlich, immer zuvorkommend, klar? Der Gast ist König. Das habe ich heute schon mal gehört. Soll ich nur mit dem Arsch wackeln oder ist es okay, wenn mich Ihr besoffener König direkt bespringt? So. Zum Wohl. Danke. Könnte ich noch ein Gläschen Wein bekommen? Gern. Rot oder weiß? Rot wäre süß. Okay.
Spinnst du? Weißt du, was denn kostet das verdammt nochmal? Ich spinne. Sie können dann jetzt gehen. Wieso? Die Party hat doch gerade erst angefangen. Danke, aber wir kommen zurecht. Wie, Sie wollen mich doch jetzt nicht etwa rausschmeißen? Wir möchten auf Ihre Mitarbeit verzichten. Ja, nur weil ich dem Typen auf die Finger gehauen habe. Wieso denn hier nicht im Puff, wo man rumgrabschen kann, wie man will? Also sollen wir jetzt nicht ihr Ernst? Was ist denn mit meinem Geld? Überhaupt keinen Gefallen. Das hätte euch genauso passieren können. Ihr gehört doch auch zum Personal. Wir müssen ein bisschen zusammenhalten. Macho Park. Wie sah sie aus, deine Leiche? Blond war sie. Und vor allem offene Augen. Mensch, Alex, war stockdunkle Nacht. Da sieht man schon manchmal Gespenster. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Die Frau war tot, ganz sicher. Vielleicht war die auch auf deiner Party, hat ein bisschen was getrunken. Du sagst doch selbst, dass die Gäste was im Tee haben. Ja, der Grabscher. Na und? Ach, und Frauen trinken nicht? Saufkoma nennt man sowas. Mann, der Typ ist doch gleich weitergefahren. Der hat eine Leiche chauffiert. Hast du den Fahrer denn gesehen? Nein. Aber sie habe ich gesehen und sie war tot. Mein Fahrrad ist tot. Du glaubst echt, ich denke mir das alles aus, ne? Halluzinationen und so. Weißt du was? Du kannst mich mal. Alex. Alex. Kein Ausweis, kein Führerschein, nichts. Nichts, was sie identifizieren könnte. Geld hatte sie, die Tasche ist teuer. Und? Aha. Hier wurde sie nicht ermordet. Sie hat gekniet, die rote Erde stammt nicht von hier. Aber warum hat der Mörder sie hier hingebracht? Nur weil er wollte, dass wir sie hier finden. Und weil er befürchten musste, dass der Tatort ihn verrät. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ziemlich ungewöhnlich. Sieht irgendwie kultisch aus. Römisch? Germanisch? Bronze? Vergoldet? Was meinen Sie? Finden Sie mal heraus, was das ist und aus welcher Zeit das stammt. Vielleicht haben wir es hier mit einem Ritualmord zu tun. Vielleicht ein Blutopfer. Ach, Blutopfer. Naja, ich meine, es gibt doch Verrückte, die sich plötzlich für altgermanische Priester halten und dann Hand von Menschen opfern. Was haben wir denn sonst noch, Overbeck? Das hier. Warum nur wundert mich das nicht? Dieser Schikanen werden Ihnen rein gar nichts nützen. Ich schikaniere Sie? Ich Sie? Ja. Hier, Sie haben Tankquittungen eingereicht. Sie haben gar kein Auto. Noch Fragen? Ja. Wie ist denn das Wetter auf Ihrem Planeten? Machen Sie sich nur lustig. Ich schikaniere Sie also wirklich. Was glauben Sie eigentlich? Für mich sind Sie nur ein Fall. Eine Steuernummer. Mehr möchte ich für Sie auch gar nicht sein. Es ist doch immer dasselbe, wie in Ihren ganzen Buchgeschichten hier. Am Anfang, ja, da hat der Held immer so eine große Klappe. Und am Ende, da ist er dann so klein. Mit Hut. Mann, 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 Sie lesen wirklich die falschen Bücher, Herr. Stimmt. Ich lese Ihre Bücher, Herr Wilsberg. Und da ist wirklich alles falsch. Tag. Anna, schön, dich zu sehen. Bist du bewaffnet? Wozu? Ihr schießt den Kerl. Ich lasse es dann wie ein Unfall aussehen. Worum geht es? Inquisition. Finanzamt.
Da sollst du eher dir die Kugel geben. Na? Guck mal, was ich eben gefunden habe. Rat mal wo? Visitenkarten sind doch steuerlich absetzbar, oder nicht? Bei einer Toten, Georg. Privatdetektiv. Mord. Mord? Ist das Blut? Nein, rote Erde. Wir wissen nicht woher, aber nicht vom Fundort jedenfalls. Ich höre. Ich weiß nicht. Die Frau von gestern. Ach, muss ich dir wieder alles aus der Nase ziehen, Georg? Die Frau war gestern hier. Eine Kundin? Was wollte sie? Sie hat ein Buch bestellt. Aber ihren Namen haben wir nicht. Wir? Entschuldigung. Kein Namen, keine Adresse. Aber Herr Wilsberg hat Ihre Telefonnummer. Das ist doch typisch. Haben Sie mal einen Stift? Bitte. Kennt den Namen der Frau nicht, aber hat die Telefonnummer. Ich bin froh, dass ich mir so selten die Hände wasche. Vielleicht ist es ja gar nicht Ihre Nummer. Ist doch möglich. Sie hat uns ja auch nicht Ihren Namen gesagt. Ich sage jetzt, was ich hier immer sage. Halt dich da raus, Georg. Interessant. Finden Sie? Privatdetektiv. Das heißt, Sie haben unangemeldete Nebeneinkünfte. Schön wär's. Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Finde ich auch. Was machen wir denn jetzt? Wie bitte? Ja, die tote Frau. Vielleicht sind wir die Letzten, die sie lebend gesehen haben. Wir? Ja. Wir halten uns da raus. Tim? Telefon für dich. Wer ist dran? Der Händler. Will die Ratte von mir. Das weiß ich nicht. Ja? Ich verkaufe dir nichts mehr und ich mache mit dir keine Geschäfte mehr, okay? Dann machen wir das wieder heil. Ach Gott, nochmal, ich habe jetzt was Besseres zu tun, als dein Fahrrad heil zu machen. Siehst du das denn nicht? Lass uns schon mal reingehen, essen. Komm. Ja. Schatz. Hey, wartet mal. Ja. Wartet mal, komm mal her. Tut mir leid, okay? Das mit dem Fahrrad mache ich morgen. Versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird nicht? Gebrochen. Okay, läuft. Was willst du von mir? Glaubst du wirklich, du kannst mich übergehen? Glaubst du wirklich, ich weiß nicht, was du mit der reichen Tussi treibst? Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, vom Geschäft rede ich. Was ich tue, geht dich gar nichts an. Das finde ich aber ganz gewaltig. Was wollte er? Nichts, ich lass mich nicht mehr ausnehmen. Jetzt beruhig dich. Wir schaffen das schon. Hm? Komm, essen. Wohin willst du? Muss nochmal weg. Jetzt? Das Essen steht auf dem Tisch. Tim, was ist bloß los mit dir? Tim! Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Michael Köhler? Ja. Anna Springer, Kriminalpolizei, das ist mein Kollege Overbeck. Okay. Herr Köhler, wir haben eine traurige Nachricht für Sie. Ihre Frau Sabine... Hat Sabine leiden müssen? Nichts deutet auf einen Kampf hin. Ich denke, es war ein kurzer Augenblick. Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen, Herr Köhler? Gestern. Ich hatte Nachtdienst in der Klinik. Sie sind Arzt? Ich bin Chirurg im Elisabeth-Krankenhaus. Haben Sie Ihre Frau heute nicht vermisst? Sie spielt oft Tennis morgens. Sie treibt Sport. Sie achtet auf ihre Gesundheit. Wir haben ein Foto eines außergewöhnlichen Schmuckstücks. Ist das die Kette Ihrer Frau? Keine Ahnung, das kann schon sein. Sie hat ein Faible für altes Zeug, neuerdings. Neuerdings? Ist eines ihrer Interessen. Ein Hobby, die Kelten. Bronzezeit. 1200 vor Christus ging's los. Der Schmuck ist keltisch.
Sie haben Sie denn einen Hinweis? Eine Spur? Leider nein. Wenn Ihnen etwas einfällt, wo Ihre Frau gewesen sein könnte, lassen Sie es uns bitte wissen. Ja, na sicher. Sie sagten doch, Sie haben Ihren Wagen gefunden. Ja, in der Nähe vom Fundort. Wir gehen davon aus, dass der Mörder ihn zum Transport benutzt hat. Er ist noch nicht freigegeben. Wir haben darin keine fremden Spuren gefunden. Aber eine Zeugin muss sich das Auto noch anschauen. Wir müssen Sie bitten, Ihre Frau zu identifizieren, Herr Köhler. Ja, sicher. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kommen Sie, Herr Köhler. Das ist der Wagen, genau der. Ich würde mal sagen, das ist ja für eine Entschuldigung, ne? Sehe ich genauso, tu dir keinen Zwang an. Ich? Du hast einfach mein Fahrrad genommen, jetzt muss ich ja zu Fuß durch die Gegend hinken. Sag mal, du glaubst mir kein Wort und der Springer glaubst du sofort. Anna hat ja auch einen Fundort mit Leiche, du hast nur eine Panne mit Ausrede. Ich bin ja Zeugin. Ja, eine Zeugin, die nichts gesehen hat. Mann, was glaubst du, wer ich bin? Ruf doch Pizzaservice. Nun mach schon. Irgendeine Currywurst oder so, ganz egal. Irgendwas für unseren Freund da drin. Das ist höchstens dein Freund, ja? Ich würde hier freiwillig Geld in die Hand drücken, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Wechselgeld ist für mich? Mann, bis gleich. Sie sind nicht verheiratet, haben keine Kinder. Nee, wieso? Ja, wegen der Steuerklasse. Naja, dann wissen Sie es ja. Und selbst? Geschieden. Vor 4 Monaten. Oh, das ist schlimm. Sie ist mit einem Schulfreund durchgebrannt. Das ist ganz schlimm. Ja. Naja, dann haben Sie ja nun endlich viel Zeit. Verstehe, Herr Wilsberg. Also dann, bis morgen. Nochmal? Ich meine schon wieder. Solange wie die Prüfung dauert. Aber in einem Punkt haben Sie recht. Das wird schlimm. Hinterher. Vergessen Sie es. Weiteratmen. Vergessen Sie es. Komm, Alex, weiteratmen. So ist das? Gut. Wir gucken Sie einfach rein. So ist gut, gut. Nein.
Früher haben wir immer über alles geredet. Also bitte rede mit mir. Wir können das so nicht weitermachen. Das ist alles meine Schuld, oder was? Ohne Geld kann ich nicht einkaufen. Und im Laden lassen Sie mich nicht mehr anschreiben. Allein meine Schuld, dass wir blank sind. Wir haben praktisch überhaupt nichts mehr zu essen im Haus. Ich weiß doch, dass du dich bemühst. Ja, natürlich. Aber es reicht halt nicht. Wenn wir den ganzen Schmuck verkaufen, dann haben wir doch erstmal wieder Geld. Ja, sehr richtig. Es wird alles verkauft. Das ganze Zeug muss raus. Wird alles verkauft. Ja. Aber nicht an Schere den alten Hals abschneiden. Doch, soll das doch haben. Dann haben wir endlich diese Ruhe. Dann können wir doch gleich alles im Klo runterspülen. Der gibt dir doch nicht mehr die Hälfte von dem, was es wert ist. Aber er ist der Einzige. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hole nur meine Sachen aus dem Wald. Was ist los mit dir, Tim? Das ist irgendwas mit Schere zu tun. Ist was passiert? Rede mit mir. Ich liebe dich. Das musst du mir glauben. Danke. Kein Hunger? Schlucken tut ziemlich weh. Solltest noch ein bisschen schlafen. Tja, das würde ich ja gerne, wenn du aufhörst, mich anzustarren. Der Steuermann, schätze ich. Zweite Runde. Herr Wilsberg? Ja. Georg? Ja? Warum tut denn der Kerl das? Ist wahrscheinlich derselbe, den du mit der toten Frau im Auto gesehen hast. Ja, aber ich habe ihn doch gar nicht gesehen. Das weiß er aber nicht und das macht dich für ihn gefährlich. Und dass er dich gesehen hat, ist sicher. Du bleibst am besten erstmal hier, okay? Okay. Wir müssen damit zur Polizei. Zur Polizei? Anna sagt dafür nicht mal Danke, Sie haben sie doch gehört. Alles zu seiner Zeit. Dass wir uns da raushalten, das geht doch jetzt gar nicht mehr. Und das wollen Sie Anna erklären? Viel Spaß. Es wird eine sehr einseitige und laute Unterhaltung. Ach ja? Und deswegen unternehmen Sie nichts, ja? Rein gar nichts. Das glaube ich Ihnen nicht. Ihnen geht's doch um Ihre Freundin, Familie. Sie ist mein Patenkind und sie heißt Alex. Und sie schläft, also seien Sie leise. Oh ja, schon gut. Entschuldigung. Ich nehme den Mordanschlag auf Alex sehr persönlich. Stellen Sie sich das vor. Na also, das Problem dabei ist nur, Sie haben noch keinen Ansatz. Wenn Sie meinen, Sie sind ja der Krimispezialist. Ich mache hier nur meine Arbeit, Herr Wilsberg. Aber so bin ich noch nie behandelt worden. Warum müssen Sie mich immer provozieren? Ich? Sie wollen also wissen, wie ich arbeite? Ich muss das wissen. Verdienstwege, Umsatzstrukturen, alles im Rahmen der Steuerprüfung, versteht sich. Versteht sich, schon klar. Dann suchen Sie mal auf Ihrer Seite. Wie bitte? Na, wir haben doch einen Ansatz, das Buch. Verstehe. Sehr gut. Die Welt der Kelten. Regionale Riten, Sitten und Gebräuche im Münsterland. Das stimmt. Irgendwo muss ich den Band haben. 9450 Bücher. Ha, genau. Also ungefähr. Luftlinie. Ja. Die Welt der Kelten. Hier. Was wollte die Frau bloß mit sowas? Hier. Der Ring ist tatsächlich ein Stück aus der Zeit der Kelten. Kein Krimi und trotzdem spannend, was? Hier. Dieser seinerzeit nur grob verzierte Schmuck war auch Grabbeilage. In der Region Münster werden noch unentdeckte Gebiete vermutet. Frauen wurden also mit so einem Schmuck beerdigt. Ja, das heißt, das Zeug lag schon mal in einem Grab. Wie kommt das dann hierher? Irgendwer hat's ausgebuddelt. Ja, und wer? Die Frage ist erstmal wo. Greifen Sie mal da oben ins Regal. Ganz oben eine von den Rollen. Geologische Befunde, Münster 1905. Die haben sie aber gut versteckt.
Ich hab sie. Die Karte ist ja schon ganz schön alt. Na und? Die Erde unter unseren Füßen ändert sich ja nicht jeden Tag. Westfälische rote Erde. Mal sehen. Was soll das? Die Tote hatte rote Erde an ihrer Kleidung. Ja und? Es sind ja auch unendlich viele rote Gebiete auf der Karte. Aber nur eine kleine Schnittmenge. Nur hier gibt's vermutlich Grabstellen. Forst Scharhof. Das ist ein Waldgebiet. Und ist das, was man Ansatz nennt. Toll. Und jetzt? Jetzt machen Sie Ihre Arbeit und ich mache meine. Schönen Tag noch. Und passen Sie auf Alex auf. Ich? Sie haben ja Frühstück gegessen, da werden Sie wohl mal nach ihr sehen können. Ich weiß. Ich suche den Schal, Frau Forst. Haben Sie einen Tipp für mich? Gegenfrage. Wohin Sie wandern oder ist das mehr so theoretisches Interesse? Wo ist denn der Unterschied? Ungefähr 19 Euro. Hier, wenn Sie zum Schauhof wollen, kostet das im Taxi etwa 24 Euro. Wenn Sie nur die Karte wollen, kommen Sie mit 5 Euro davon. Ich glaube, ich nehme beides. Wenn Sie mich verfolgen, dann halten Sie in Zukunft mehr Abstand. Verfolgen? Ich habe nicht... Wer übernimmt das? Was? Macht 4,95 Euro. Ich soll das bezahlen? Wieso? Hatten Sie bei Ihren Rechengrundstücken den Verdacht, ich verfüge über Barvermögen? Nein, nicht ernsthaft. Also, seien Sie froh, dass ich kein Taxi nehme. Ja. Ja. Da haben Sie sich ja was Feines geleistet. Allerdings, der Wagen ist wie ich, sportlich, geschmackvoll und äußerst zuverlässig. Sagen Sie bloß. Ist offen. Als einfacher Beamter so ein Auto überhaupt leisten? Ich habe zwei Leidenschaften, Herr Wilsberg. Italienische Autos und amerikanische Krimis. Und wenn man ein bisschen mit seinem Geld haushaltet, dann kann man sich so einiges leisten. Aber diese Erkenntnisse sind sicherlich vollkommen fremd. So würde ich das nicht sehen. Irgendwann nach vorne müssen wir links. Machen Sie es eigentlich normalerweise ohne Auto? Mein Freund Manni hat den Wagen. Er ist jetzt nach Bielefeld gezogen. Amtsleiterposten, Karrieresprung. Manni hatte einen roten Volvo. War allerdings eine ziemlich alte Krücke. Manni? Nee, der Volvo. Seit Stunden hier rum. Sie haben sich ja die ganze Zeit verfahren. Ich? Ich habe die Karte nur gekauft. Sie haben sie gelesen. Können wir das nicht mal bei besserem Wetter machen? Sie wollten doch mit. Moment mal. Weiß wirklich jetzt seien Sie mal still. Los, weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, wir haben auch niemandem gesagt, wo wir sind. Herr Talkötter? Herr Talkötter! Herr Wilsberg! Herr
Talkörper. Hallo? Herr Wilsberg! Mann, 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 Mann. Mist! Sehr witzig, Herr Wilsberg. Hören Sie auf damit. Helfen Sie mir bitte hier raus, mir reicht's. Danke, Götter. Herr Wilsberg! Schnell! Hier ist einer! Los! Hey, Sie! Was machen Sie da? Machen Sie denn da unten, Sie Pfadfinder? Helfen Sie mir jetzt endlich hier raus? Rote Erde. Sabine Köhler war hier. Sie soll mich hier rausholen. Ach. Danke. Was ist denn das? Das ist ein Metalldetektor und noch ein ganz teurer dazu. Mit so einem kann man eine 10-Cent-Münze 2 Meter tief unter der Erde finden. Und der Computer sagt einem, wenn das... Na super, jetzt hast du ja Hilfe von einem Fachmann, ne? Ich geh mal ein bisschen Luft schnappen. Alex, ist keine gute Idee. Du meinst wegen dem Überfall, oder was? Mensch, ich habe deinen Eltern versprochen, auf dich aufzupassen, also bleibst du hier. Auf keinen Fall gehst du alleine raus, zur Sicherheit. Na toll. Das klingt nach Stubenarrest. Ist das nicht unheimlich? Ihr Scham gegenüber jungen Damen? Nein, das alles. Der Mann im Wald. Ja, ja. Bringt uns das denn jetzt weiter, dieses Zeug da? Nach Ihrem Sprung in die Grube hätte ich gar nicht mehr geglaubt, dass Sie der Fall noch interessiert. Mist, nagelneu. Naja, taucht alles nichts mehr. Ich habe mir was überlegt. Ist nur so ein Gedanke, aber dieses Buch, Leinen 1953 und so, ist selten, aber nicht wertvoll, oder? Es gab nur eine Auflage, das Werk hatte nicht viele Leser. Ja, eben, aber es ist ausgeliehen in der Stadtbücherei. Stimmt's? Deswegen war die Tote ja bei uns. Also, diese Frau. Wie bei uns? Nicht bei uns, im Antiquariat. Ich dachte nur, wen interessiert schon Münsteraner Geschichte, 300 vor Christus, die Kelten. Interessiert niemand. Die Leute wollen ja immer nur Krimis, was Frisches. Ja, genau. Aber das Buch ist weg. Und in dem Buch geht es um die Grabstätten im Wald. Und? Was haben Sie? Wer hat das Buch ausgeliehen? Ist ein guter Ansatz, Herr Talke. Da finden Sie es raus. Aber keine Angst, Sie schaffen das. Ja, aber das... Bis nachher. Das ist mein Wagen. Ach ja, natürlich. Ich nehme Sie mit bis zur Bücherei. Nichts und keine Auskunft. Anfänger. Da sitzt ein Biest, Herr Wilsberg, mit so einem Krallen. Datenschutz. Keine Chance und sie hat recht. Wollen wir doch mal sehen. Wie, Sie glauben etwa, dass Sie das besser hinbekommen als ich? Dass ich nicht lache? Dass Sie nie lachen, glaube ich sofort. Sie werden sich gleich bei mir entschuldigen und mir recht geben. Hast du genügend Buchspenden für deinen Basar? Nein, Georg, das weißt du doch. Tja, komme ich wohl nicht drum rum. Nein. Wie wär's mit mir als freiwilligem Helfer? Nein. Na bitte. Was willst du eigentlich, Georg? Dasselbe wie der Clown da unten. Haben Sie das Berufsgeheimnis. Karl Scherer, der hat das Buch. Warum? Das werde ich ihn fragen, sobald ich ihn ausfindig gemacht habe. Keltischer Schmuck, der Besitzansprüche ausdrückt, sagen die Experten. Das könnte für einen Ritualmord sprechen. Ein Psychopathen. Der wird wieder morden, da bin ich sicher. Ach, nun lassen wir mal die Kirche im Dorf. Was ist eigentlich mit dem Ehemann Köhler?
Seine Angaben stimmen. Er hatte Nachtdienst. Das Elisabeth-Krankenhaus hat das bestätigt. Haben Sie schon die Untersuchungsergebnisse? Allerdings. Und das macht den Fall interessant. Georg! Was macht den Fall interessant? Was machst du da? Ich weiß wahrscheinlich, wo Sabine Köhler ermordet wurde. Wahrscheinlich. Was macht den Fall interessant? Also, Overbeck, dann referieren Sie mal. Was macht den Fall interessant? Bleibt ja unter uns. Wir haben Spermaspuren gefunden. Wenige Stunden alt. Vom Ehemann ist es nicht. Wo weißt denn du das? Dr. Köhler hatte doch Nachtdienst. Also, fremde Spermaspuren, Datenabgleich, Overbeck. Schon erledigt. Kein Treffer. Was weiter? Am Halsring der Toten haben wir einen Fingerabdruck gefunden. Auch unbekannt. Rote Erde, Schale, Frau Forst, nordöstlich. Wahrscheinlich die gleiche Erde wie an der Toten. Haben wir denn die Ehre zu erfahren, wie du darauf kommst? Ich war da spazieren. Zufällig. Spazieren? Herr Zuhörner, Alex ist überfallen worden, gestern. Der Kerl wollte sie umbringen. Sie hat ihn nicht erkannt. Das erzählst du mir einfach so im Vorübergehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Er hatte so einen keltischen Halsring dabei, wie ihn die tote Sabine Köhler trug. Wenn wir nicht dazugekommen wären, dann... Ist das passiert? Naja, der Schock. Hast du den Kerl erkannt? Ich hab ihn nur weglaufen sehen. Mittelgroß, normale Statur. Er war vermummt. Ja. Sonst noch was? Hör zu, Anna. Alex ist in Gefahr. Das war der Mörder von Sabine Köhler. Er glaubt, dass sie ihn gesehen hat im Auto. Aber sie hat ihn doch nicht gesehen. Ja. Worauf willst du hinaus? Polizeischutz. Polizeischutz. Für eine Zeugin, die nichts weiß, nichts gesehen hat, ist nicht dein Ernst. Die reißen mir den Kopf ab in der Verwaltung. Besser dir als Alex. Du bist emotional involviert, das ist nicht gut. Und du bist eiskalt. Da hat ja mein Steuerprüfer mit seinem Taschenrechner mehr Gefühl für den Fall. Das ist aber nicht sein Fall. Das ist doch nicht dein Fall. Hier entscheide ich. Ich ganz allein. Du hast recht. Ganz allein. Ach, der Ehemann, dieser Dr. Köhler, wo wohnt der? Anna, die Adresse... Steht im Telefonbuch. Tut mir leid. Aber raushalten? Nein. Das wäre ja auch das erste Mal. Was denn? Meine Akten. Ich war nach der Bücherei noch im Büro wegen meiner Tasche, die ganzen Belege. Ja, es tut mir leid. Ich bin einfach im Moment nicht so gern allein, wissen Sie? Ja, verstehe. Schon gut. Aber schön, dass Sie da sind. Danke. Keine Ursache. Georg macht mich noch wahnsinnig mit seiner Angst. Ich sehe schon Gespenster. Nur damit ich das verstehe, wer bezahlt Herrn Wilsberg eigentlich dafür? Fürs Rumschnüffeln? Ja, das ist das Problem. Keiner. Manchmal jedenfalls. Also eigentlich meistens. Und Sie helfen hier aus, aber ohne finanziellen Ausgleich? Da hast ja oft kein Geld da. Vorsicht, bitte nicht auch noch dieselbe Stelle. Puh, was? Ja, hinfallen. Die Stufe, das ist genau die Stufe, wo es Wilsberg auch erwischt hat. Na, umgeknickt, gestolpert, so schnell kann's gehen. Es war genau da. Military. So, so. Was? Nichts. Machen Sie mir auch einen Kaffee? Klar, ist ja quasi mein Job. Nein, Sie müssen natürlich nicht. Ich hoffe doch, ich soll Sie ja sowieso ein bisschen bei Laune halten. Wie bitte? Na, dafür bezahlt Wilsberg ganz gut. Danke. Das ist ja nett zu wissen. Wissen Sie eigentlich, wann Herr Wilsberg wieder zurückkommt? Er hat meinen Wagen und... Sie haben ihm doch nicht etwa Ihr Auto geliehen. Er hat eigentlich gar nicht gefragt. Herr Thalkötter, es gibt ein paar ganz einfache Regeln mit Wilsberg. Können Sie sich vorstellen, was Ihre Frau im Schaue vor Forst gewollt hat? Ach, Sie wissen, wo Sabine vor ihrem Tod gewesen ist? Ja. Warum erfahre ich das nicht von der Polizei? Die melden sich schon noch. Ich sammle nur Informationen.
Darf ich mich mal umsehen? Ja, natürlich, bitte. Sie ermitteln privat? Ja. Für wen? Für eine Versicherungsgesellschaft. Meine Frau hatte keine Lebensversicherung. Ich weiß, aber wir hatten vor 2 Jahren einen ähnlichen Fall in Gronau. Junge Dame, alter, merkwürdiger Schmuck. Wir vermuten da Ähnlichkeiten, die uns vielleicht weiterhelfen. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, was Ihre Frau da draußen gewollt hat? Sie treibt viel Sport, sie läuft viel. Aber sie trug keine Sportsachen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Sie haben getrennte Betten? Nein, nein, ich hatte nur Bereitschaft und Nachtdienst im Krankenhaus und dadurch war der Zeitplan immer sehr unterschiedlich. Verstehe. Ja, sie war viel allein. Ich konnte Sabine nicht helfen und jetzt kann ich nichts mehr für sie tun. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Arbeiten Sie mit der Polizei zusammen? Soweit es nötig ist. Manchmal kreuzen sich unsere Wege. Eindrucksvolles Hobby. Ihre Frau hat gesammelt? Ja, so eine Leidenschaft geht so seit einem halben Jahr. Sie hat sich sogar mal die Haare gefärbt. Das machen doch viele Frauen. Ja? Auch Ocker? Das wäre der Schmuck der Kelten, hat sie gesagt. Verstehe. Das ist schon verrückt, Sabine. Mein Gott, ich habe sie geliebt. Ich liebe diese Frau. Wie ist Ihre Frau an diese Stücke gekommen? Ist doch schwer zu beschaffen. Für die Sammelleidenschaft meiner Frau, da habe ich ein Vermögen ausgegeben. Sie hat ja sogar Geräte gekauft. Welche Geräte? Hier. Also hier ein Reinigungsset, jede Menge Bücher und sogar ein Metalldetektor. Metalldetektor? Wo steht denn das Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie so ein Ding aussieht. Aber Ihre Frau wusste doch sicher, dass private Ausgrabungen illegal sind. Ja, natürlich. Genau das war wahrscheinlich der Reiz für Sie. Glauben Sie? Ja, meine Frau hat getauscht und gekauft. Die anderen haben bestimmt einen Riesenreibach damit gemacht. Das war ja alles Cash. Wer sind denn die anderen? Liebhaber, Händler, Hehler. Sie haben es ja selbst gesagt, Herr Wilsberg. Das ist alles nicht legal. Ich kann mir nicht jeden einzelnen Kunden merken. Natürlich nicht. Ist ja ein Wahnsinnsbetrieb hier. Der Laden brummt. Kein Wunder, dass Sie da den Überblick verlieren. Vor allem, wenn jemand so ein teures Gerät kauft. Glücklicherweise habe ich ein Foto dabei. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt. Sabine Köhler. Die Tote an der Straße nach Dömen? Ja. Wie soll das Teil bei mir gekauft haben? Sieht ganz so aus. Wie kommen Sie jetzt an das Ding? Ich habe es gefunden. Wo? Ich würde gern sicher sein, dass es Ihrer war. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hören Sie, Herr Scherer, Ihr Kundenkreis ist doch eher übersichtlich. Oder gibt es so viele Grabräuber in Münster? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Der Verkauf von Detektoren ist vollkommen legal. Ausgrabungen und Grabschändungen aber nicht. Was die Leute damit machen, das interessiert mich nicht. Ach, Sie interessieren sich nicht für Ausgrabungen, Herr Scherer? Nein. Aber Sie haben sich doch dieses Buch ausgeliehen über Fundstellen in Westfalen, die Kelten und ihre Welt oder so ähnlich. Leinen, kleine Auflage. Haben Sie das noch? Es geht Sie in Scheißdreck ab. Verschwinden Sie. Oder interessieren Sie sich mehr für den Schmuck? Eigene Sammelleidenschaft? Oder verdienen Sie vielleicht mehr beim An- und Verkauf? Wer was hat, geht zur Schere. Hören Sie ab, raus. Los. Ach, hatte ich das erwähnt? Sie wurde im Schalhöfer Forst ermordet. Ja, und? Im Schalhöfer Forst befindet sich eine illegale Grabungsstelle. Was habe ich damit zu tun? Wo waren Sie, als Sabine Köhler ermordet wurde? Auf einer Party. Jede Menge Zeugen. Woher kennen Sie die Mordzeit? Stand in der Zeitung. Sie halten sich für sehr clever, Herr Scherer, aber Sie irren sich. Ich glaube nicht, dass diese Frau den Detektor selbst benutzt hat. Hatte viel zu wenig Ahnung. Wer hat ihn denn benutzt? Keine Ahnung. Naja, vielleicht fällt es Ihnen ein, wenn die Polizei danach fragt. Schönen Abend.
könnte mal was Neues einfallen. Hast du gesagt, du sollst ihn bei Laune halten? Stimmt das etwa nicht? Mensch, Alex, einfach mal die Klappe halten. Wäre das nix? Mensch, du hast gesagt, ich soll mit ihm reden. Ich habe mit ihm geredet, stundenlang. Du bist mal wieder zu spät. Und wo ist der Steuermann jetzt? Er ist eben so lange geblieben, wie er konnte. Wir haben auf dich gewartet. Dann hat er sich deinen ganzen Kram geschnappt und ein Taxi genommen. Übrigens ziemlich wütend. Und du hast ihn einfach fahren lassen? Er hätte gerne sein eigenes Auto genommen. Schließ die Tür ab. Aus der Beförderungseinzelbesteuerung entrichtete Umsatzsteuer, § 18 Absatz 5b Satz 2 USTG, wurden... Entschuldigung, bin etwas spät, aber ich wollte noch tanken. So, Sie wollten also noch tanken? Ja. Das heißt, Sie haben nicht getankt. Mein Autoschlüssel bitte. So spät noch im Büro? Sie haben meine Wohnungsschlüssel spazieren gefahren. Aber das macht nichts. Ich habe mich einfach intensiver um Ihre Bilanzen gekümmert. Ein äußerst amüsanter Zeitvertreib übrigens. Ich hoffe, Sie sind nicht nachtragend. Nein, ich bin einfach nur korrekt. Ja. Kann man mit Ihrem Rechner auch in andere Behörden? Sie geben wohl niemals auf, oder? Womit habe ich das verdient? Na, schließlich sind wir Mörder auf der Spur. Ach, jetzt auf einmal wieder wir. Wir suchen den Halter dieses Pickups. Wieso bitte ein Pickup? Der ist mit dem Wagen aus dem Wald gebrettert, erinnern Sie sich? Ach nee, Sie saßen ja in der Grube. Auf jeden Fall war es ein Pickup und jetzt haben wir das Kennzeichen. Woher? Verstehe. Berufsgeheimnis? Nee, ist kein Berufsgeheimnis. Ist nur eine ziemlich umständliche Geschichte. Ich soll also in die Zulassungsstelle rein? Ja. Dafür komme ich in die Hölle. Da sind Sie doch schon seit der Bücherei. Wir suchen einen Mörder, nicht wahr? Ja, und jetzt haben wir einen Ansatz. Also gut. Aber nur ein einziges Mal. Für die gute Sache. Und für Alex. Ihrer Alex geht's nicht gut. Sie hat Angst. Ich weiß. Sie hat mich fast erstochen, Herr Wilsberg. Kann man ihr doch nicht übel nehmen, oder? Schließlich sind Sie Finanzbeamter. Sie sollten sie nicht alleine lassen. Ich kann sie auch nicht überall hin mitnehmen. Warum machen Sie Ihre Arbeit nicht weiter bei mir? Und leisten Alex Gesellschaft? Wie bitte? An meiner finanziellen Hinrichtung können Sie auch im Antiquariat basteln, oder? Ist das eigentlich Ihre Art, mich um Hilfe zu bitten? Ist das Ihre Art, ja zu sagen? Heute Nacht bin ich bei Alex. Und morgen übernehmen Sie, bis ich wieder da bin. Einverstanden? Ja, gut. Einverstanden. Hier, bitte. Tim Tarke.
Ich sollte Ihren Wagen doch noch voll tanken. Bin ich Ihnen schließlich schuldig. Hallo? Was machen Sie hier? Suchen Sie was Bestimmtes? Ich interessiere mich für keltische Grabbeigaben. Fibeln, Amulette, Halsschmuck. Hören Sie, wir sind privat insolvent. Wir müssen nichts bezahlen. Sehe ich aus, als wollte ich Schulden eintreiben? Was weiß ich? Ich wollte Ihrem Mann sein Werkzeug zurückbringen. Der Händler hat gesagt, es gehört vielleicht Ihnen. Was? Sie sind doch Herr Thake. Und Sie sind? Ich habe es beim Spazierengehen gefunden. Wo? Wo haben Sie es denn verloren? Das gehört nicht mir. Das kann schon sein, aber Sie haben es ja benutzt. Hat Scherer Ihnen das gesagt? Haben Sie ein Problem damit? Nee. Verkaufen Sie auch? Was? Was man so findet im Schaueffer Forst.
Ausgrabungen im Forst sind verboten. Das sagt mir ja nun jeder. Ist doch ganz gut für einen Preis. Was wollen Sie damit sagen? Kennen Sie Sabine Köhler? Nein, und jetzt verschwinden Sie hier. Können Sie hier ein bisschen vorziehen? Ich hab's ja nicht so schwer. Schade, dass Georg keine Fernsehstückbücher verkauft. Dann wäre es hier wenigstens nicht so langweilig. Soll ich mal was zu essen holen? Nein. Nein, danke. Vielen Dank. Ja, aber der Kühlschrank ist fast leer. Und ich denke, wir werden hier bestimmt eine Weile festsitzen. Wir dürfen aber nicht. Herr Wilsberg hat doch gesagt... Ich meine, ich wollte sagen, Sie sollen da jetzt nicht raus. Ich soll was zu essen holen. Ja, ich könnte ja was besorgen. Pizza wäre super. Na gut. Ach so, vergessen Sie nicht abzuschließen, ja? Können wir auch, dass Sie unterwegs nicht überfallen werden. Alex! 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 Hey! Thank you.
sie abgestochen. Ja, die junge Frau. Die hatte überhaupt keine Chance. Die haben sie regelrecht abgeschlachtet. Herr Witzberg. Du solltest auf sie aufpassen. Du solltest auf alles aufpassen. Du verdammter Idiot. Komm hoch, du Männer. Ja, lass dich los. Gut. Jaule. Lass dich los. Doch. Lass mich doch! Beruhig dich doch! Beruhigen, dieser Idiot hat Alex auf dem Gewissen! Alex lebt, sie ist in der Küche. Was? Los, geh. Es ist okay. Alex! Ich weiß, es sieht schlimm aus, aber sie schafft das. Was geht denn hier vor? Das war eine Idee von einem Steuerfritzen. Talköder? Wie? Irgendjemand hat versucht, Alex umzubringen. Das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Wir helfen ein bisschen nach, verstehst du? Was soll das heißen? Der Kerl soll glauben, dass Alex tot sei. Wir ziehen sie damit aus der Schusslinie. Keine Sorge, sie kommt durch. Wir sollten fahren. Ohne Blaulicht. Verstanden? Was sage ich der Presse? Lassen Sie sich irgendwas einfallen. Sie machen das schon. Es tut mir wirklich sehr leid. Wäre das auch dein Spruch für Alex Grabstein? Du wusstest doch, dass sie in Gefahr ist. Aber wir sind ja einen Schritt weiter. Wie meinst du das? Wir haben vermutlich eine Täterbeschreibung. Hat Alex ihn gesehen? Nein, aber Dr. Köhler, bei dem ist er eingebrochen worden. Was hat denn das hiermit zu tun? Wir vermuten, dass es der gleiche Täter ist. Er versucht, Spuren zu verwischen und Zeugen auszuschalten. Wie sieht er aus? 30, 1,80 groß, grüne Augen, blonde Haare. Und wer sagt uns, dass er wirklich der Mörder ist? Aber ich hab dir doch erklärt. Nein, ich hab's ja auch gehört. Hier, Carsten Scherer, Outdoorhandel. Da sind seine Fingerabdrücke drauf. Der Schmuck, da sind da auch Abdrücke drauf. Vergleich die damit. Carsten Scherer. Hör zu, Steuermann. Du gehst mir jetzt aus dem Weg, und zwar für den Rest deines Lebens. Oder der Rest deines Lebens wird verdammt schwarz und kurz. Herr Wilsberg, Alex hat mich selbst... Sie waren für Ihre Sicherheit verantwortlich. Sie hätten auf Sie aufpassen müssen, als der Mann eingebrochen ist. Ja, aber das habe ich doch. Ach, gehen Sie ich mir doch aus dem Weg. Ich bin hier zur Hilfe gekommen. Hör zu, Alex. Mach jetzt keinen Scheiß. Du musst da durchkommen, verstehst du? Ich sag ja nicht, dass ich dich brauche, aber... Mensch, natürlich brauche ich dich, das weißt du doch. Halt durch, Kleine. Das ganze Leben noch mal vor dir. Tut mir leid, ich habe den Typen nicht gesehen. Nicht sprechen. Ich muss jetzt nur an dich denken. Ja, ich weiß. Aber deine Tränen sind schön. Carsten. Ja? Und dann hast du, kleine Ratte, angefangen, mich zu bescheißen. Zusammen mit deiner Frau Doktor. Du bist es nicht. Brauchte das Geld. Na, dann zeig mal her. Wie viel gibst du mir dafür? Du begreifst das immer noch nicht. Du hast mit der arroganten Schlampe meine Geschäfte gemacht. Jetzt nehme ich mir erstmal meinen Anteil. Und dann werden wir mal sehen, was hier noch übrig bleibt. Ah, kenn ich doch. Den habe ich hier sehr gut verkauft. Wie schön. Du profitierst nur von ihrem Tod, was? Ich glaube, du willst davon profitieren. Hör mal zu, Partner. Mir ist das ja scheißegal, du und die Hochwohlgeborene, was da gelaufen ist. Aber vielleicht den Bullen nicht. Das interessiert mich die Polizei. Die würden schon gerne wissen, ob du Sabine Köhler kennst und wie gut du sie gekannt hast. Hör zu, wenn du irgendjemand was davon erzählst. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich es tun werde. Das ist schließlich Frauen und Kinder. Also, wie viel? Ist das alles? Ja. Dann schauen wir mal. Thank you.
Der Herr möchte frühstücken. Dürfte ich Ihre Zimmernummer erfahren? Ach, dann aber gerne. Ich brauche eine Auskunft von Ihnen. Ist nur eine Kleinigkeit. Ich suche einen Gast von Ihnen, Mitte 30, etwa 1,80, grüne Augen. Das ist natürlich, wie Sie verstehen, eine durchaus für viele Gäste zutreffende Beschreibung. Legere Kleidung, kurze blonde Haare. Weshalb suchen Sie nach solch einem Herrn, wenn ich fragen darf? Es geht um diese Rechnung. Was ist damit? Wir müssen wissen, wer sie bezahlt hat. Wir? Der Mann ist ein Straftäter, ein Mörder. Es geht um die Lebensversicherung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber die Rechnung hat er bezahlt. Sieht ganz so aus. Die Kreditkartennummer dürfte genügen, um die Geschäftsbeziehung zu diesem Gast darzulegen. Sie reden wie mein Steuerprüfer. Es tut mir leid. Mir auch. So, wir haben auf diese Karte zwar Zimmerbuchungen und auch ein paar Restaurantbesuche. Aber? Diese Kreditkarte gehört nicht Ihrem vermeintlichen Mörder. Sie gehört dem Opfer. Bitte? Sabine Köhler und Tim Tarke hatten ein Verhältnis. Die waren ein Paar. Wann waren die beiden zuletzt hier? Letzte Woche Dienstag. Frau Köhler hat die Rechnung beglichen. Einmal Doppelzimmer, einmal Roomservice. Sabine Köhler und der Schatzsucher. Was? So geht es nicht weiter. Ich kann den Kindern noch nicht mal mehr vernünftige Pausenbrote mitgeben. Von Frau Bramsiepel. Gibt mir immer mal wieder was mit aus dem Garten. Ich kann nicht mehr. Ich halte es einfach nicht mehr auf. Ich habe das für uns getan. Nur für uns. Morgen. Was ist? Ich will zu Ihrem Mann. Ist er zu Hause? Das weiß ich nicht. Es ist äußerst wichtig, dass ich ihn spreche, Frau Tarke. Was wollen Sie von ihm? Ich muss mit ihm sprechen. Wo finde ich ihn? Hat sich verändert in letzter Zeit, nicht wahr? Der hat mir alles erzählt. Wissen Sie, Tim, der lässt sich nicht erpressen. Nicht von Scherer. Von Scherer? Was hat jemand Ihnen erzählt? Alles eben. Von dieser Frau und ihrem eifersüchtigen Ehemann. Köhler? Wusste der vom Verhältnis seiner Frau? Ich kann Tim verstehen. Sie hatte alles. Alles, was wir nicht haben. Geld und... Und sie mochte Tim. Diese ganze Schatzsucherei, dieser Keltenkram. Für ihn war das nur ein Geschäft. Es ging ihm nur darum, Geld zu verdienen? Ja, bestimmt. Das hat er doch gesagt. Verstehe. Jetzt
ja vorbei. Ja, sicher. Ich muss los. Die Kinder warten an der Schule. Ich muss trotzdem mit ihm sprechen. Können Sie mich nicht... Lassen Sie uns doch in Ruhe. Herr Scherer, Sie sollten in Ihrer Lage etwas kooperativer sein. Na, kein Mörder, verdammt nochmal. Wir haben Ihre Fingerabdrücke. Dieser Schwachkopf. Die sind doch auf dem Schmuck, den das Opfer trägt. Kennen Sie diese Frau, Herr Scherer? Ja, Herrgott, nochmal ja. Aber Sie haben sie nicht erwürgt. Sie haben sie nicht im Schauhofergehölz umgebracht. Sie dann mit Ihrem Wagen zur Landstraße gefahren und die Leiche an den Straßenrand gesetzt. Nein. Ein einfaches Nein genügt hier nicht, ich höre. Sie kam in meinen Laden. Sie wusste, dass ich hin und wieder ein paar Stücke verkauft habe. Hehlerware. Fundstück, okay. Interessierte sich für vieles. Franken, Römer, Kelten. Aber am meisten war sie hinter diesem Keltenkram hier. Hat Sabine Köhler gut bezahlt? Schöne und seltene Stücke, ja, hat sie ordentlich was hingelegt. Ordentlich. 100 Euro, 1.000 Euro. 10.000 Euro. Von wie viel reden wir, Herr Scherer? Ja, Herrgott, nochmal ja. Der Laden wirft nicht genug ab, das ist saisonbedingt. Da müssen Sie Ihr Opfer ja richtig geliebt haben, um so ein teures Stück bei der Leiche zu lassen. Ich hab sie doch nicht umgebracht. Wie kommen Ihre Fingerabdrücke auf den Schmuck? Sie hat mir diesen Halsring angeboten. Ja, ehrlich, wollte tauschen. So, wurde mir einiges klar. Was wurde Ihnen denn klar? Dass sie eine andere Quelle hat. Sie hat den Ring nicht von mir. Wollte einer meine Geschäfte machen. Weil Sie das Monopol haben als Hehler auf illegale Grabungsfunde? Ich mache nur legale Geschäfte. Mord ist kein legales Geschäft. Scher, schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Der passt doch wunderbar in Ihre Sammlung, Herr Scherer. Woher stammt dieser Reif? Könnte vom Scharhof sein. Hat Sabine Köhler selber gegraben? Na, vielleicht mal zwei Spatenstiche, aber... Naja, der Boden ist viel zu schwer, da kommt eine Frau nicht so durch. Gut, also, wer hat dir den Schmuck verkauft? Vielleicht Ihr neuer Freund. Sie haben sich hier im Laden kennengelernt. Hat er auch einen Namen, der neue Freund? Wahrscheinlich hat er geglaubt, er könnte mein Geschäft übernehmen. Wie heißt er? Der Name! Herr Takel? Herr Takel! Herr Takel! Zu sagen, Georg, Tim Tag ist uns bekannt, er hat ein Verhältnis mit Sabine Köhler. Es passt alles ganz wunderbar zusammen. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann treffen wir ihn zu Hause an. Er ist zu Hause. Weil ich da bin. Hör zu, Anna. Ist alles ein bisschen komplizierter. Anna, Tim Tag ist tot. Beeil dich. Und was jetzt? Was denkst du? So ein schönes Ende einer hässlichen Geschichte. Du bist offensichtlich auf diese Leiter gestiegen. Tja, dann einfach mit dem Fuß weggeschubst. Ach, Overbeck, rufen Sie die Staatsanwaltschaft an. Die sollen sich das hier angucken. Und dann können wir die Mordakte Sabine Köhler endlich schließen. Da
damit ist der Fall für dich abgeschlossen? Ja, der Fall ist zu. Ohne Mörder keine Mordanklage. Du glaubst irgendwie, dass es Selbstmord war, dass Tarke sich selbst erhängt hat? Ja, Georg. Tarke hat gewusst, dass er keine Chancen mehr hat. Der Hof war verschuldet, keine Arbeit. Die Grabräuberei hat ihn auch nicht saniert. Und dann noch die Affäre. Finger weg, der Nachtisch ist für mich. Das macht alles keinen Sinn. Was willst du eigentlich, Georg? Tarke ist fremdgegangen. Ob er Sabine Köhler wirklich geliebt hat, ob er nur hinter ihrem Geld her war. Eines ist sicher, Sabine Köhler wollte mehr. Sie wollte ihn ganz alleine für sich haben. Ach, Anna. Und dann hat sie gedroht, es seiner Familie zu erzählen. Und da hat er die Frau zum Schweigen gebracht. Aber es passt trotzdem nicht zusammen. Dem Herrn Privatdetektiv passt es nicht. Um seine Spuren zu verwischen, ist Tarke in das Haus von Köhler eingebrochen und hat seine eigenen Liebesbriefe geklaut. Als er gemerkt hat, dass er verhaftet werden soll, hat er keinen Ausweg mehr gewusst und hat sich umgebracht. Ganz einfach so. Ich habe Aktenschränke voll von ganz einfach so. Ach, und damit ist dann alles bewiesen. Also das heißt, ich bin jetzt nicht mehr tot und verweile wieder offiziell unter den Lebenden, ja? Ja. Ja. Nun musst du erstmal gesund werden, nicht? Anna, der Mann hatte Schulden. Allerdings, er war verzweifelt. Und lässt wertvollen Schmuck bei der Leiche. Über 10.000 Euro, hast du gesagt, ist der Schmuck wert. Überleg doch mal, tu mir einen Gefallen. Ich dir einen Gefallen? Du mischst dich ununterbrochen ein. Du behinderst meine Ermittlungen, du setzt Menschen unter Druck. Wen setzt dich unter Druck? Woher bitte hat denn Tim Tarke wissen können, dass die Polizei ihm auf der Spur ist? Ach, hat das denn gewusst? Du hast ihn doch aufgescheucht und jetzt ist er tot. Hast du kein schlechtes Gewissen? Und ein Krimi. Er könnte noch leben, wenn du uns unsere Arbeit machen ließest. Gut, bist du fertig? Ja. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Vasen gibt's im Schwesterzimmer. Es war kein Selbstmord, niemals. Er war gerade dabei, das Fahrrad seiner kleinen Tochter zu reparieren. Und mittendrin, plötzlich hängt er sich auf. Kann mir keiner erzählen. Wer war es dann? Wer hat ihn dann aufgehängt? Wir sollten uns vielleicht noch mal Carsten Scherer vornehmen. Ist der Einzige, der Sabine Köhler und Tim Tarke kannte. Außerdem hat er den beiden gut verdient, bis sie sich selbstständig gemacht haben. Ja, aber warum hat der dann Tim Tarke umgebracht? Um den als Mörder von Sabine Köhler dastehen zu lassen. Damit ist er selbst aus dem Schneider. Guten Tag. Ich wollte... So viel Blumen können Sie gar nicht bringen, wie Sie Alex schulden. Ist ein Krimi. Danke. Lass ihn doch mal. Ist lieb von Ihnen, Herr Thalkötter. Deinetwegen liegst du hier. Seine verdammte Schuld. Mann, Georg, ich habe ihn zum Essen holen geschickt, obwohl er nicht weg wollte. Wenn er nicht gleich wieder zurückgekommen wäre, würde ich jetzt wirklich auf dem Ostfriedhof liegen. Ich wollte Ihnen das schon immer erklären, aber Sie lassen mich ja nie ausreden. Dann tun Sie jetzt mal was Vernünftiges und kümmern sich um das Alibi von Carsten Scherer. Aber wieso? Na los, ist ein neuer Ansatz. Ja, wenn Sie meinen, aber Scherer... Wer ist denn hier der Fachmann? Ist ja schon gut. Also dann nochmal gute Besserung. Danke. Glaubst du wirklich an die Spur oder wolltest du ihn nur loswerden? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon weiter. In Wirklichkeit handelt es sich um Versicherungsbetrug. Wieso Versicherungsbetrug? Unser Klient behauptet, er sei bei einem Autounfall mit Fahrerflucht verletzt worden. Wir glauben ja, es war eine Kneipenschlägerei. Außerdem behauptet er, dass er am 13. hier in der Ambulanz behandelt wurde. Am 13. sagen Sie? Ja. Nein, da war er nicht hier. Sind Sie sicher? Ja, in der Nacht gab es überhaupt keinen Notfall. Nur am frühen Abend ein Mann, der eine Geräte im Hals hatte. Ansonsten absolut ruhig. Der diensthabende Arzt könnte doch mal weggegangen sein. Ja, natürlich, aber er wäre ja immer über den Piepser erreichbar, wenn ein Notfall käme. Wer hatte denn Dienst in der Nacht vom 13.? Dr. Köhler. Kann ich den mal sprechen? Nein, im Moment nicht. Er ist noch im OP. Um eins macht er Mittag, vielleicht danach. Ach, am besten rufen Sie noch mal an. Mach ich. Vielen Dank noch mal. Mhm. Tag, Dr. Köhler. Ach, guten Tag. Guten Appetit. Danke, Herr Wilsberg. Ja. Sie haben schon erfahren, dass der Mörder Ihrer Frau sich umgebracht hat. Ja, ja, man hat mich informiert. Das kann Sie wahrscheinlich nicht über den Verlust hinwegtrösten, aber immerhin ist der Fall damit abgeschlossen. Ja, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ich muss nämlich gleich in den OP. Ich hab's wirklich eilig. Ich muss mich auch um meine Mitarbeiterin kümmern. Die kann sich endlich wieder frei bewegen. Wissen Sie, die Polizei hat sie hier versteckt, nachdem sie vom Mörder verletzt worden ist. Er sollte glauben, dass die einzige Zeugin tot ist. Leider ist sie noch immer nicht ganz wiederhergestellt. Ja, also dann... Ja, guten Appetit nochmal. Vielen Dank.
Was machen Sie da? Keine Angst, ich tue Ihnen nicht weh. Sie werden gleich entspannen. Dann setzt die Sprache aus. Dann können Sie sich nicht mehr bewegen und dann setzt die Atmung aus. Ich habe Sie doch gar nicht verraten. Warum tun Sie das? Ich muss diesmal auf Nummer sicher gehen, wissen Sie. Deswegen. Das wird Ihnen auch diesmal nicht gelingen. Warum haben Sie Ihre Frau umgebracht? Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Ich habe doch meine Frau nicht umgebracht. Tarke war es. Der hat sie mir weggenommen. Meine Frau habe ich geliebt. Ich war alles, was ich hatte. Dieser Mensch, der hat sie in dieses Hotel gebracht. Da hat er sie dann erwürgt. Aber Sie haben die Leiche Ihrer Frau im Auto gehabt. Gar nicht gut aus. Sag mal, Steuermann, ich dachte, du überprüfst das Alibi von Scherer. Ich habe gemerkt, dass sie mich ins Abseits stellen wollen. Habe ich eins und eins zusammengezählt. Das war ja klar. Danke. Ich heiße übrigens Georg. Eckart. Kannst Ecki zu mir sagen? Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Tja, na, jetzt hast du ja noch einen Täter. Scheint so. Und? Ja. Danke, Georg. Danke ich bei ihm. Und das ganze Zeug von seiner blöden Spritze, alles in meinem Bett, das war so eklig. Besser im Bett als im Körper. Was ist eigentlich mit deiner Steuerprüfung? Da werde ich wohl mit Ecki noch ein ernstes Wort reden müssen. Das glaube ich allerdings auch, Georg.